Diesmal sind wir nicht am Flughafen, sondern in einem Zug. Fahren Sie gern mit dem Zug? Wie finden Sie Züge? Praktisch und bequem? Das haben wir zwei Reisende in einem Intercity-Express, kurz ICE, gefragt. Hören Sie, warum der erste Herr überhaupt mit dem Zug fährt. Guten Morgen. Sie sitzen hier im ICE von München nach Hamburg. Fahren Sie gern mit dem Zug? Oh, ich bin seit vielen Jahren zum ersten Mal im Zug wieder. Fahre sonst Auto. Und warum heute Zug? Oh, hab gedacht, im Winter ist es vielleicht auch besser. Und es ist nicht so anstrengend wie im Auto, weil man nie weiß. Mit dem Stau und die ewigen Stunden, die man eventuell stehen kann. Ja, das hat man hier, hoffe ich jedenfalls, nicht. Der Herr von diesem Interview hat einen sehr praktischen Grund, mit dem Zug zu fahren. Ist es billiger als Autofahren? Oder ist das Zugfahren im Winter besser? Das Zugfahren ist im Winter besser. Oh, ich hab gedacht, im Winter ist es vielleicht auch besser. Und es ist nicht so anstrengend wie im Auto, weil man nie weiß. Mit dem Stau. Wiederholen Sie. Der Stau. Wenn viele Autos hintereinander stehen und nicht mehr weiterfahren können, stehen sie im Stau. Doch zurück zu unserem Herrn. Fährt er immer mit dem Zug? Ja oder nein? Nein, er fährt nicht immer mit dem Zug. Er fährt normalerweise mit dem Auto. Oh, ich bin seit vielen Jahren zum ersten Mal im Zug wieder. Fahre sonst Auto. Und nun zu der zweiten Person. Die Dame ist gerade beim Essen, aber sie antwortet trotzdem. Hören Sie doch. Wie sieht das bei Ihnen aus? Fahren Sie gerne Zug? Jetzt habe ich gerade meinen Mund voll. Ja, ich fahre sehr gerne Zug. Ich finde Autofahren sehr anstrengend und auch sehr gefährlich. Und deshalb fahre ich vor allem weite Strecken lieber mit dem Zug. Und benutzen Sie da jetzt seit neuestem eher den ICE, also die Exklusivausgabe von Zug, der auch etwas schneller fährt? Ja, ich fahre von Reutlingen nach Fulda. Ich war mit dem normalen Zug immer 4,5 Stunden unterwegs und brauche jetzt noch 3 Stunden für die gleiche Strecke. Das ist ein deutlicher Vorteil. Fahren Sie der Umwelt zuliebe mit dem Zug? Ja, es ist für mich ein wichtiges Argument, weil in der Presse ist täglich zu lesen, wie die Umwelt kaputt geht und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere mit dem Zug, kann ich meinen Beitrag zum Umweltschutz leisten oder zur geringeren Umweltverschmutzung. Also, warum fährt sie gern mit dem Zug? Weil sie im Zug nette Leute trifft? Oder weil das Autofahren gefährlich ist? Weil das Autofahren gefährlich ist. Ich finde Autofahren sehr anstrengend und auch sehr gefährlich. Und warum fährt sie noch mit dem Zug? Es gibt noch etwas Wichtiges. Hat es zu tun mit der Natur, mit der Umwelt oder mit dem Preis? Mit der Natur, mit der Umwelt. Zugfahren ist ökologisch. Ja, es ist für mich ein wichtiges Argument, weil in der Presse ist täglich zu lesen, wie die Umwelt kaputt geht. Hören Sie weiter. Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere mit dem Zug, kann ich meinen Beitrag zum Umweltschutz leisten oder zur geringeren Umweltverschmutzung. Wiederholen Sie. Einen Beitrag leisten zu... Einen Beitrag leisten zu, das heißt, etwas tun für eine gute Sache. Und welche Wortkombination mit Umwelt haben Sie nun gehört? Der Umweltschutz.
Wiederholen Sie. Der Umweltschutz. Also, was heißt die Umwelt schützen? Heißt das nichts tun, was schlecht für die Umwelt ist? Ja oder nein? Ja, das ist richtig. Man muss auf die Umwelt aufpassen. Und die Umweltverschmutzung? Wiederholen Sie. Die Umweltverschmutzung. Uff, so ein langes Wort. Das ist wieder typisch deutsch. Es geht also um das, was schmutzig ist. Um den Schmutz, den die Autos und die Industrie in die Luft und in das Wasser bringen. Also in unsere Umwelt. Klar, Zugfahren ist gut für die Umwelt. Hören Sie noch einmal den ersten Herrn. Oh, hab gedacht, im Winter ist es vielleicht auch besser. Gut. Besser. Besser ist der Komparativ von gut. Und lieber ist der Komparativ von gern. Bleiben wir beim Komparativ. Wiederholen Sie noch einige Formen. Viel und mehr. Schnell und schneller. Billig und billiger. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Vergleichen Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Schnell, das Auto, der Zug. Das Auto ist schneller als der Zug. Und nun Sie. Gut, der ICE, der normale Zug. Der ICE ist besser als der normale Zug. Billig, der Zug, das Flugzeug. Der Zug ist billiger als das Flugzeug. Und welches Verkehrsmittel finden Sie besser?